Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake und ich spiele für euch Bastion. Wir sind das letzte Mal so weit gekommen, dass wir die Bastion oder wie auch immer ihr das Ding aussprechen wollt, gefunden haben und sie ein bisschen erkundet haben. Wir haben eine Schmiede gebaut, weil Schmieden wichtig sind. Und danach sind wir in diesen windbetriebenen Teleporter-Dings gesprungen, um eine neue Welt zu finden. Und genau an der Stelle werden wir jetzt wieder einsetzen. Die Story also fortsetzen. Und wir werden mal schauen, was wir machen können. Okay, also. Wir müssen anscheinend, da wir nicht gelandet sind beim letzten Mal, hier nochmal in den Skyway springen. So, und wir wollen in das Arbeiterviertel, weil dort ein Kern geortet wurde, den wir zurückbringen, wenn wir ihn finden und darüber hinaus vielleicht auch nützliche Vorräte sichern können. Unter Y gibt's The Workman Ward. Them windbags used to keep the city humming along here. Ah, whatever. Was habe ich da oben noch? Bringerkaserne, Übungsgelände. Hier haben die Brecher einst ihre Treffsicherheit mit dem Bogen trainiert. Bin ja ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der permanent Blödsinn erzählt. Hier ist tatsächlich also ein Fehler. Ihre Treffsicherheit. So, ich habe aber überhaupt gar keine Lust auf Übungsgelände-Tutorial. Deswegen ab ins Arbeiterviertel. Und los geht's. Time to get what he came for and get on out. Kadüng, da sind wir gelandet. Ja, was haben wir denn? Wir haben den Hammer. Wir haben die Repeater Gun. Sehr schön. Und He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Okay. Hier ist der Leichlingbau. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich meine, ich kenne vielleicht auch schon das ein oder andere Spiel. Ich denke mal, wir müssen eh durch alle vier Dinger durchgehen und wenn nicht, dann machen wir es trotzdem. So, erste Leichlinge verprügelt. Was haben wir hier? Eine Kriegsmaschine. Oh, die ist schon schnell. Eine kombinierte Nah- und Fernkampfwaffe. Das ist ja. Wie viel Zug zu dem werfen eigentlich? Wird mir bestimmt noch irgendwann irgendjemand erklären. Das ist ja schön. Wie toll der Hammer ist, aber er ist einfach unglaublich langsam. Ich meine, mit dem Ding hier machen wir jetzt weniger Trefferpunkte, aber dafür machen wir schnell viele. Und es sieht cooler aus, finde ich. Was haben wir denn hier? Ein Leichling-Lockruf. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Okay, da haben wir jetzt. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Neue Zauberei. Und das können wir gleich mal ausprobieren. Swords don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. Okay, ich habe jetzt einen Leichling, der mein Leichling ist. Zu erkennen an den Herzchenballons, die über ihm aufsteigen. Schräg. So, wir sind geheilt.
Them squirts just don't know when to quit. Genau. Ich habe immerhin jetzt ein sehr schnelles Schwert. Seid lieb zu mir. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Geht ja richtig schön ab. Gute Güte. So, eins noch. Zack. Hammers. Eine zerlumpte Haube. No white gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. Und über den Startknopf. Nein. Über den Zurückknopf. Gibt's Infos über die zerlumpte Haube, ein Andenken, ein verschmutztes Kleidungsstück, wie es die Gaskerle tragen. Gaskerle kümmerten sich früher um die Minen, aber jetzt jagen beunruhigende Mengen von ihnen in den Überresten Kelandias. Aber nach was? Das ist eine sehr gute Frage. Oh mein Gott, hier sind Beschreibungen für alles. Aber das werde ich euch jetzt nicht alles antun hier. Pläne für eine Einrichtung, deren eigens gebraute Spirituosen. Genau, das ist die Destille. Das Stadtwappen hatten wir schon, das habe ich euch ja schon vorgelesen. Ach Gott, brauche ich euch gar nicht so viel vorzulesen, damit ihr wieder up to date seid. Gut. Weiter geht's aber erstmal. Wir suchen immer noch einen Kern, der irgendwo hier rum. And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. Okay, da ist unser Dingsy, unser Kern. A blustery old foreman's keeping his fellas in check. Almost like he's showboating for the crowd. Und ich hätte da mal eine Vermutung, was wir tun müssen. Scheiße! Was geht denn hier ab? Es würde mir reichen, wenn ich mal 10 Minuten auf den Füßen stehen könnte, um hier ein paar Schläge auszuteilen. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Verdammte Axt. So. And now there's a new marshal in town. Oh, okay. Jetzt lieben die mich alle. Hervorragend. Ich freue mich. Und wir können den Kern mitnehmen. Sehr gut. Aber nichtsdestotrotz werden wir die anderen beiden Levelbereiche, die wir jetzt noch nicht erkundet haben, werde ich für euch auch nochmal spielen. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Ah, da stehen schon die nächsten. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Wir werden sowas von alle anderen Straßen noch überprüfen. Kannst aber davon ausgehen. Kollege. So. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Okay. Das ist zumindest ein Heiltrank. Wieder ein Onkel, der mich nicht leiden kann. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big wide grin of his. Na komm schon. Kid ain't about to pass out in the middle of the workman ward. Ja, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da hat es mich tatsächlich aus den Latschen gehauen. Das würde ich wieder vorkommen. Ja, hier ein schwarzer Trank. Hier können wir nichts kaputt machen. Mal kaputt machen. Schmiede. Inside the forge, Kay can fine-tune those instruments of his. So. Ach ja, das sind die Sachen, die wir gefunden haben. Was Schweres und was Sehniges. Was Schweres ist Aufwertungsmaterial für den Kalehammer. Klumpen aus Edelmetalllegierung, der tief unter der Erde gefunden wurde. Das Hauptnahrungsmittel der Gaskerle und ein Bestandteil aller möglichen Fertigungsprozesse.
Etwas Sehniges ist ein Aufwertungsmaterial für den Bringerbogen. Gedehnter Mesesamen, beliebt bei Bogenherstellern und Knollballspielern. Einer der Gründe für die Beliebtheit der Mesejagd. Whatever. Das tun wir erstmal aufwerten tun. Wir haben ja genug von den Klipperdingern. Gives lifelong friends looking fit to keep on fighting. Definitiv. Ah, 25% Zuggeschwindigkeit. Dann wird er natürlich ein bisschen schneller. Das ist. Was haben wir da? Das wird aber noch nicht schneller. With a good length of meat's good. That bow's like new again. Gut, gut, gut. Dann hat die Schmiede auch alles für uns getan, was sie für uns tun konnte. Dann haben wir jetzt noch ein Areal, wo wir noch nicht waren. Und da werden wir jetzt nochmal hingehen, nicht wahr? He heads for the biggest dump in town. Scumbag Alley. Some scumbag still feeding off the city's own trash. Das Unangenehme ist diese Schleimspuren, die Viecher hinterlassen. Weil es ernsthaft wehtut, darin zu laufen. Hier waren noch gerade noch viel, viel mehr. Wo sind die denn alle hin? And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. Gershel? Oh, scheiße. Bosskampf und ich bin nicht drauf vorbereitet. Großartig. Dann lieber im Nacken. Keep cuts up Gershel like a fine apple. Old scumbag didn't feel a thing. Kid's ready to go, and his ticket out's right where he started. Haben sie gerade Pineapple tatsächlich mit Rebapfel übersetzt? Gute Güte. Wahrscheinlich ist der Indie-Titel einfach so. The rest of the path is gone for good. City Crest will bring it back. Ich will es so indie, dass sie eine ganz eigene Übersetzung gemacht haben. Zulu. Jetzt haben wir wirklich alles kurz und klein geschlagen. Schlagen wir hier noch so ein paar von den Viechern klein. Yay, yay, yay. Und dann können wir uns im Prinzip auch schon wieder auf den Heimweg machen, nicht wahr? Was haben wir denn da noch Hübsches? Etwas Scharfes. Etwas Scharfes ist doch bestimmt etwas fürs Schwert. Für Info drücken. Ein Aufwertungsmaterial für die Kriegsmachete. Ein Haufen Zullholzblätter, den man besser nicht mit bloßen Händen anfasst. Die schärfsten Klingen der Welt werden mit ihrem Öl behandelt. Okay. Ich will mal schauen, dass ich hier nochmal hochkomme. Ich hoffe, da sind jetzt nicht allzu viele Respawns. Nee, da ist gar keiner. Sehr gut. Können wir in der Schmiede nämlich etwas Scharfes benutzen. Da. Auswählen. Plus 20% kritische Trefferchance. Scharfe Klinge, die eigens für die Schlacht geschmiedet wurde. The little Zolwood oil and that blade shines like a light. Wunderbar. Dann haben wir's. Okay, sieht man jetzt nicht, aber glauben wir denen mal. Glaube ich denen mal, dass es so ist. Dann springen wir nämlich hier wieder in unseren Skydrive. Skyway. Oh Gott, oh Gott. Muss ich mich jetzt auf Copyright-Beschwerden vorbereiten, weil ich was Falsches gesagt habe? Egal. Skyway. I'm on the Skyway to hell. Oder so. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. So, und weil ich das beim letzten Mal so albern fand, dass wir im Prinzip nur einmal durch die Bastion durchgelaufen sind, würde ich vorschlagen, an dieser Stelle
werden wir noch den Kern einsetzen und uns um die Bastion selber kümmern. Und dann mit dem nächsten Level machen wir beim nächsten Mal weiter. Mache ich beim nächsten Mal weiter. Erstmal Kernrin. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Sehr gut. Jetzt fragen wir den Alten noch, was er so zu erzählen hat. Bisschen was über die zerlumpte Haube. Frag nach der zerlumpten Haube, die irgendeinem unglückseligen Gaskerl gehört hat. Warum überlaufen sie die Stadt und plündern ihre Überreste? The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under them. Na super. Jetzt habe ich diesen anhänglichen Leichling hier bei mir rumhängen. Wenn ich jetzt X drücke, was passiert dann? Oh, er dreht sich im Kreis. Na, hervorragend. Gut, was kann ich hier bauen? Hier habe ich wieder ein Fundament. Kann ich eine Schmiede und eine Destille bauen? Eine Schmiede habe ich doch, oder? Das hier unten müsste doch die Schmiede sein, wenn ich nicht ganz irre. Bist du eine Schmiede? Nee, du bist ein Waffenlager. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ja, dann wird das ja ganz klar die Schmiede. So. Weil nur in der Schmiede können wir tolle Sachen aufwerten. A lot of things need fixing up in this world. And we can start right here. Blöd nur, dass ich momentan keine Materialien habe. Gucken wir nochmal, warum dann Ausrufezeichen im Waffenlager leuchtet. Ja. Ach, die Kriegsmachete ist neu. Wurfangriff macht die kurze Nahkampfreichweite wett. Die Uramurksa überwanden einst beinahe die Stadt mit diesem brutalen Klingen, was den Stadtmissionaren einen ordentlichen Respekt vor ihnen einjagte. Guck an. Guck an. Was? Ja. Hier haben wir den Leichling-Lockruf. Ein eigentümlicher Lockruf, der einen treuen Leichlinggefährten zur Rettung herbeiruft. Beliebt bei Kindergeburtstagen, aber sehr nützlich bei einer Reihe anderer Situationen. Pro Anbindung wird ein Schwarztonikum benötigt. Ja, das ist ja normal. Das kosten diese, ich nenne es jetzt mal Zaubereien, ja immer. The Repeater and Machete, favorite choices of the Ura Hunters we once fought. Ja, einmal rauszoomen. Aber ansonsten ist hier tatsächlich auch nichts weiter. Das heißt, Skyway ist das, was wir beim nächsten Mal machen werden. Ja, dann bleibt mir nur, mich zu verabschieden, mich zu bedanken, dass ihr zugeguckt habt. Und um ein kleines Feedback zu bitten, Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare im Comment-Section. Lasst mir eure Gedanken da, was ihr von Bastion haltet, was ihr vom Let's Play haltet. Ich freue mich über jedes Feedback, solange es einigermaßen zivilisationsverträglich ist und nicht nur wüster Shitstorm ist. Gut, in diesem Sinne hat es mich gefreut, für euch ein Spiel zu spielen oder ein Teil eines Spieles. Dann bis zum nächsten Mal. Zockt viel und schön. Bis die Tage.